Es war so, dass ich mich zum Bausoldaten angemeldet hatte. Und auch da gab es das normale Prozedere, wo man nochmal gefragt wurde, warum oder wie. Aber das war vernachlässigenswert, weil durch die Bäckerei gab es so eine gewisse lokale Prominenz. Und da wusste man schon, Bäcker Plenz, der ist so. Und da haben sich gar nicht viel Mühe gegeben, mich da zu überzeugen oder so, sondern haben das akzeptiert. Und dann war es meistens so, dass die Bausoldaten erst sehr spät gezogen wurden, so als 25, 26 Jahre, war ja auch ein bisschen gemein, weil es dann so einen Familien- oder Karriereknick dadurch gab. Und im Jahr 88 oder vielleicht war es auch Anfang 89, gab es ja so eine Generalamnestie in der DDR und die ganzen Gefängnisse oder viele Gefängnisse wurden leer gezogen. Und alle meine Freunde, die Bausoldaten waren oder werden wollten, wurden eingezogen und sind zum Teil in diese Gefängnisse gekommen. Auch mein Schwager, der in Rüdersdorf zum Beispiel war. Und es war so wie ausgesaugt, so die Kirchen, so mein Freundesumfeld, auch DDR-weit. Viele von 18 bis 26 wurden eingezogen, weil man eine Opposition vermutet hat und die irgendwo sichern wollte. Und man wusste nicht, warum oder was oder was passiert. Und die kamen wirklich ins Gefängnis? Also das war dann nicht mehr mit Gittern und nicht mehr unter, aber in die gleichen Quartiere, wo vorher die Knastleute gewohnt haben. Aber haben da schon ihren ganz normalen Dienst, also ihren Bausoldatendienst? Wir haben ganz normal ihren Bausoldatendienst gemacht, aber waren eben in diesen Objekten. Zum Beispiel mein Schwager Michael Zimmermann war in Rüdersdorf im Zementwerk. Puh, auch schlimme Bedingungen und der musste dann da arbeiten. Das war schon schwierig. Und ich hatte auch einen Einberufungsbefehl. Und in der Zeit war es so, dass mein Vater schon sehr krank war und ich verantwortlich in der Bäckerei mitgearbeitet hatte. Und dann bin ich zum örtlichen Stasi-Mann, zu dem Parteifunktionär gegeben, der für den großen landwirtschaftlichen Betrieb zuständig war. Und habe den zu Hause besucht und habe gesagt, habe einen Einberufungsbefehl, kann das überhaupt nicht begreifen. Wir müssen die Bäckerei schließen, die Versorgung der Werktätigen ist nicht so richtig gewährleistet. Wie soll das sein? Ist das wirklich gut überlegt? Kann man da nicht irgendwas tun? War übrigens das einzige Mal, dass ich zu ihm gegangen bin, war nicht gang und gäbe, aber da war einfach aus dieser Situation, aus dieser notvollen Situation auch heraus, da hingen Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze dran. Und dann hat er gesagt, er wird sich darum kümmern. Der hat einen Bruder, der ist General. Und dann war es so, dass Funkstille war, dass der Termin ranrückte, kein weiteres Schreiben oder irgend sowas kam, ich nicht hingegangen bin, alles ging weiter. Und dann war ich als junger Gewerbetreibender, so als Bestandteil des öffentlichen Lebens eingeladen worden zur 40-Jahr-Feier der DDR ins Kultursaal der LPG. Und als ein paar schwierige Reden gehalten wurden, weil keiner mehr richtig wusste, was er sagen soll, und ein paar Bier geflossen sind, kam er zu mir an den Tisch und sagte bloß so, Herr Plenz, da kommt nicht mehr. So. Und das war die einzige Antwort. Und ich war sehr, sehr froh, dass mir in dieser Zeit das erspart geblieben ist, Wende zu erleben in dieser Anspannung, da mit eingezogen zu sein. Und dadurch bin ich drum herum gekommen, endlich aus heutiger Sicht total erstaunlich, wie unkompliziert es ging.